Warum kommst du einfach nicht los von dieser toxischen Person und raus aus dieser ungesunden Beziehung, obwohl du doch weißt, dass sie dir nicht gut tut, obwohl du die Vermutung hast, dass du es mit einer Narzisstin oder einem Narzissten zu tun hast, obwohl dich diese Verbindung auslaugt, krank macht, du dich immer kleiner und wertloser fühlst? Ich werde in diesem Video eine Wahrheit mit dir teilen, über die da draußen meines Erachtens viel zu wenig gesprochen wird und die dir vielleicht auch erstmal so gar nicht gefallen wird, aber ich werde dir auch zeigen, warum es wichtig ist, dieser Tatsache ins Auge zu blicken, um den endgültigen Absprung zu schaffen. Also lass uns starten. Hi, ich bin Sandra vom Blauen Campus und ich helfe dir dabei, deine Partnerschaft so zu gestalten, dass du dich wieder wohl in ihr fühlst oder sie ohne Reue und Schuldgefühle loszulassen, wenn das nicht möglich ist. Wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, dann kennst du wahrscheinlich diese kleine Stimme in dir, die dir eigentlich sagt, dass du deine Füße in die Hand nehmen und endlich gehen solltest. Und vielleicht hast du genau das auch schon versucht, einmal oder gar mehrfach, aber jedes Mal hältst entweder du es nicht lange aus oder die oder der andere steht wieder vor deiner Tür, gelobt Besserung und schwört dir ewige Liebe und versichert, dass du der oder die einzig wahre bist. Und zack, knickst du wieder ein und ehe du es sich versiehst, hängst du wieder in dieser unheilvollen Verbindung und in diesem Spiel mit all den Manipulationen und Abwertungen und der toxische Kreislauf beginnt von neuem. Wenn du mehr über diesen Kreislauf und seine einzelnen Phasen wissen möchtest, dann empfehle ich dir an dieser Stelle übrigens mein Video dazu, das ich dir hier verlinke. Also klickst du dich zum 100. Mal durch irgendwelche Blogartikel oder YouTube-Videos mit den immer gleichen Titeln, wie zum Beispiel diese hier. Ja, wie verhalten sich Narzissten? Wie sprechen sie? Worüber und wie ärgern sich Narzissten? Wie manipulieren dich Narzissten? Wie rächen sich Narzissten, wann ändern sie sich endlich und so weiter und so weiter und so weiter. Aber mal ehrlich, im Grunde genommen kennst du all diese Antworten doch mittlerweile. Du weißt, was die Merkmale von toxischen Beziehungen und Narzissten sind. Du weißt, wie sie ticken, warum sie tun, was sie tun, warum sie manipulieren, Zuckerbrot und Peitsche nutzen, dich von Familie und Freunden isolieren, immer dir die Schuld in die Schuhe schieben, dich belügen und abwerten. Du weißt, was Gaslighting, Ghosting, Silent Treatment und Lovebombing bedeutet und du weißt, dass sie sich mit 99,9%iger Sicherheit nicht ändern werden, weil sie niemals ernsthaft Verantwortung für Schwächen und Fehler übernehmen. Versteh mich bitte nicht falsch. Ja, dieses Wissen über Narzissmus und über toxische Beziehungen, dieses Wissen ist wichtig. Doch wenn du darüber eigentlich schon alles weißt und sämtliche Informationen dazu gesammelt hast und trotzdem nicht loskommst, dann liegt das daran, und das ist die unbequeme Wahrheit, dann liegt das daran, dass du dir die immer gleichen, aber leider falschen Fragen stellst und dass du die immer gleichen alten Geschichten über deine toxische Partnerin oder deinen toxischen Partner erzählst. Dass du also gedanklich, permanent und ausschließlich an der oder dem anderen klebst. Ich habe Kundinnen und Kunden und kenne Leute, die berichten rauf und runter, was ihre Partnerin, ihr Partner für ein Monster ist. Ja, da wird zum 10. Mal die Story erzählt, wie er 2008 das gesamte Weihnachtsfest gecrashed hat und was sie im Urlaub vor 5 Jahren für ein fieses Spiel gespielt hat. Und im Juni hat er mich zum 9. Mal betrogen und oh, nicht auszudenken, was er letztes Wochenende wieder Krasses getrieben hat.
Den Abschluss dieser Geschichten bildet meist ein ungläubiges und schockiertes: Warum hat sie das getan? Warum macht er das? Wie kann man nur so herzlos sein? Was ist das nur für ein Mensch? Doch am selben Abend legt man sich neben diesen Menschen oder besser dieses Monster ins Bett oder setzt sich zu ihm an den Esstisch und spricht dabei nach wie vor von seiner Partnerin oder seinem Partner. Nochmal, es ist wirklich wichtig, die Dynamik von toxischen Beziehungen und die Anzeichen für Persönlichkeitsstörungen zu verstehen. Aber dann, wenn du dieses Wissen hast, und ganz ehrlich, dafür braucht es nicht mehr als, sagen wir mal, 12 Videos oder 3 Bücher oder 2 Sitzungen bei einem Coach. Wenn du also dieses Wissen hast und du dich trotzdem auch auf die 999. Schleife aus Auf- und Abwertung und On- und Off einlässt, spätestens dann ist der Punkt gekommen, an dem du dich auf die Suche nach Antworten und Geschichten machen solltest, die in dir liegen, nicht in der anderen Person. Hör bitte mit solchen Fragen auf die du die Antwort entweder schon kennst oder auf die du nie eine Antwort bekommen wirst oder auf die es schlichtweg keine Antwort gibt. Das macht dich auf Dauer nämlich mürbe, furchtbar hilflos und raubt dir Energie, die du lieber dafür nutzen solltest, dir neue Fragen zu stellen. Ja, Fragen, die dich betreffen, Fragen, die du wahrscheinlich bisher bewusst oder unbewusst verdrängt hast. Ja, diese neuen Fragen, die können natürlich ungemütlich sein. Ja, die können wehtun und alte Wunden aufreißen. Doch es sind die Fragen, mit denen du endlich rauskommst aus diesem Nebel, aus deiner Abhängigkeit und aus dem Gefühl des Ausgeliefertseins und reinkommst in die Klarheit, in die Freiheit und zurück in die Lebendigkeit. Ja, mit den richtigen Fragen, da baust du aus dem Scherbenhaufen einer toxischen Beziehung das Beste, was man daraus bauen kann, nämlich ein großes Selbstbewusstsein und ein stabiles Selbstwertgefühl. Also, statt zu fragen, ist sie oder er eine Narzisstin, ein Narzisst? Und statt zum 100. Mal die Auflistung mit den typischen Merkmalen abzuhaken, frag dich lieber, wer oder was bin ich und vor allem, wer möchte ich sein? Ja, ganz ehrlich, am Ende wirst du in den seltensten Fällen wirklich, wirklich wissen, ob jemand eine Narzisstin oder ein Narzisst ist. Denn die wenigsten gehen zum Arzt und sagen, oh hey, hallo, also ich habe hier die Vermutung, dass ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, könnten Sie mal bitte eine Diagnose stellen? Ja? Davon abgesehen wird der Begriff seit einigen Jahren so gehypt, dass gefühlt mindestens die Hälfte aller Menschen Narzissten sind. Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Aber mal ehrlich, was ändert es auch? Ja, wenn herauskäme, dass deine Partnerin oder dein Partner ein klinisch diagnostizierter Narzisst ist, Hand aufs Herz, ja, würdest du dann sofort deine Koffer packen und gehen? Oder bleibst du dann womöglich, weil sie oder er ja schließlich krank ist und nichts dafür kann? Versuchst du sie oder ihn dann vielleicht sogar zu retten oder zu heilen? Und umgekehrt, wenn du wüsstest, nein, sie oder er ist kein waschechter Narzisst, ja, kein diagnostizierter Narzisst, sondern einfach nur ein oder ein, ja. Willst du mit jemandem zusammen sein, der dich mies behandelt, nur weil bei ihr oder bei ihm keine Persönlichkeitsstörung im medizinischen Sinne vorliegt? Denkst du, dann könnte sie oder er sich ja doch noch ändern und wie lange willst du darauf warten? Die Priorität auf die Frage, ist sie oder er Narzisst, hat übrigens auch viel mit dem Thema Schuld zu tun. Oft verbirgt sich hinter dieser Jagd auf Beweise, dass jemand eine Narzisstin oder ein Narzisst ist, das unbewusste Bedürfnis, sich von Schuldgefühlen zu befreien. Und wenn die oder der andere krank ist, ja, dann ist es ja schließlich nicht deine Schuld, dass alles so gekommen ist. Und diese Schuldgefühle, die haben ihren Ursprung meistens schon in der frühen Kindheit und auch in gesellschaftlichen bzw. kulturellen Strukturen. Und natürlich werden sie extrem befeuert und aktiviert, wenn du mit jemandem zusammen bist, der keine Verantwortung übernimmt und permanente Schuldumkehr betreibt. Ja, je öfter du hörst, du seist schuld,
umso eher glaubst du es am Ende auch. Ja, das ist das simple psychologische Prinzip der Wiederholung. Doch statt dich zu fragen, warum gibt er oder sie mir immer die Schuld, frage dich lieber, warum bin ich immer wieder bereit, mir Schuld aufzuladen? Ja, wann und wo sind diese tief sitzenden Schuldgefühle entstanden und vor allem, wie kann ich sie überwinden? Auch die oft gestellte Frage, liebt sie oder er mich, ist zwar verständlich, nützt dir aber am Ende nichts, denn du wirst nie eine ganz und gar zufriedenstellende Antwort erhalten. Dagegen kannst du so, so viel in Bewegung bringen, wenn du dir die Frage stellst, warum du Liebe mit Abhängigkeit verwechselst und warum du jemanden liebst oder zu lieben glaubst, der dich respektlos und geringschätzig behandelt. Ja, statt dich immer auf die Emotionen der oder des anderen zu konzentrieren, frag dich lieber, was du fühlst, warum du glaubst, dich anstrengen zu müssen, um hin und wieder so einen kleinen Krümel Liebe abzubekommen. Hier stecken meist uralte Dramen dahinter, ja, Dramen, die viele von uns seit ihrer Kindheit kennen. Nämlich das Drama, dass wir nicht per se liebenswert sind, sondern dass wir dieses oder jenes nicht machen dürfen oder so zu sein haben, um Wertschätzung und Zuwendung zu erhalten. Schau dir diese alten Dramen an und entlarve die Märchen dahinter. Ja, das Märchen, dass du dir Liebe verdienen müsstest. Das Märchen, du seist ein böses Mädchen oder ein böser Junge, wenn du dich abgrenzt und Nein sagst. Das Märchen, du müsstest allen Menschen gegenüber artig sein, auch denen, die dich ausnutzen, verarschen oder wehtun. Statt zu fragen, wird sie oder er sich ändern, frag dich lieber, wie hat mich diese Beziehung verändert und was kann ich verändern, um wieder positiv durchs Leben zu gehen. Ja, statt dich zu fragen, warum lässt sie oder er mich immer wieder allein, frag dich lieber, fühlst du dich wirklich sicher und geborgen, wenn du in ihrer oder seiner Nähe bist? Und frag dich, wann und warum habe ich mich eigentlich selbst verloren und wie kann ich wieder zu mir finden und gut für mich sorgen. Statt dich zu fragen, ist sie oder er mit dem oder der Neuen glücklich, frag dich lieber, wie wahrhaft glücklich war ich auf den Fotos und Selfies, die ich damals auf Facebook oder Insta gepostet habe. Und welche Menschen geben mir wirklich ein gutes Gefühl? Ja, bei wem kann ich ganz ich sein? Also nochmal zusammengefasst, stelle dir neue Fragen, Fragen, deren Antworten in dir liegen und hör auf damit, in den immer gleichen alten Geschichten und schlimmen Taten der narzisstischen oder toxischen oder einfach nur negativen, boshaften, schlechten oder erbärmlichen Personen herumzukramen, sondern überleg dir, welche neuen Geschichten du ab jetzt schreiben, wer du sein und wie du leben möchtest. Leite deinen Blick immer wieder weg von der oder dem anderen hin zu dir. Frag dich weniger, was die oder der andere denkt, fühlt oder tut, sondern was du denkst, fühlst und tust und vor allem, was du denken, fühlen und tun möchtest. Überprüfe und entlarve deine irrigen Gedanken. Kümmere dich um deine Wunden, identifiziere und verändere deine Muster, setze also jedes Mal eine Art inneres Umleitungsschild zu dir selbst, wenn du merkst, dass dein Kopf und dein Herz gerade wieder nur um den anderen kreisen. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass das in Wirklichkeit keine Umleitung, sondern deine Abkürzung ist, um dich aus einer ungesunden Beziehung und der emotionalen Abhängigkeit zu lösen. Und nein, den Fokus auf dich zu richten, bedeutet nicht, dass du Schuld auf dich nimmst für das, was passiert ist. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, du ermächtigst dich dadurch endlich wieder, indem du Verantwortung für dich und dein Leben und deine Zukunft übernimmst und du entmächtigst die Person, die dir nicht gut tut. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, heil- und wirksame Antworten auf die genannten Fragen zu finden und dabei neue Geschichten zu schreiben, dann schau dir gerne die Blue Map und meine Coaching-Programme an oder und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch mit mir.
Alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ja, und falls dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn du informiert werden möchtest, sobald es etwas Neues auf meinem Kanal gibt, dann abonniere ihn gern und aktiviere am besten die Benachrichtigungen. In diesem Sinne, die Macht sei mit dir und sei gut zu dir. Wenn nicht du, wer dann?